Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe ein Paket bekommen fürs Video. Und zwar ein Raptor Brutal. Einen Dino mit Fernbedienung. Den werden wir jetzt auspacken, gucken, was da alles drin ist. Und wir werden natürlich ein Testvideo machen. Ah, der ladet mit USB oder was? Ja, jedenfalls werden wir dann ein Testvideo machen. Und dann werde ich nachher da mit meiner Tochter damit spielen können. Die wird sich freuen. Die wird sich mega freuen. Ach Gott, ey. Ich muss mal hier die Tür aufmachen. Also ich hier ein bisschen Wind mitkriege. Oder ein bisschen frische Luft. Es ist einfach zu heiß. Oh ja, so ist schön. So ist schön. So, dann würde ich sagen, wir switchen mal in die Unboxing-Ansicht. So, und wir sind in der Unboxing-Ansicht. Ich werde euch mal noch ein Stück höher machen. So, dann sieht man den Karton wenigstens vernünftig. So. Und wir haben hier den Saurier drauf. Brutal Raptor. Oder Raptor Brutal. 6 Bewegungen macht er. Der hat hier unten unter den Füßen, unter den Klauen hat er so kleine Räder, damit er halt vernünftig laufen kann und nicht umfällt. Und Licht hat er. Hier haben wir dann nochmal. Da sehen wir, dass er da schreien kann, bewegen kann, fahren kann. Ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß auch nicht, ob Batterien jetzt mit bei sind oder nicht. Ich muss erstmal die Klebeband hier abkriegen. Ach, hier ist noch mehr Klebeband. Oh, ist da nicht. Ach, hier auf der Seite auch noch. Na, komm doch. Meine Kleine steht nämlich momentan total auf Saurier momentan. Da passt das super. Ich bin mal gespannt, wie die nachher gleich abgehen wird. Ach, den müssen wir noch zusammensetzen. Aha. So. So. Wir haben ein USB-Kabel mit bei. Wartet mal, ich muss mal kurz. Wir haben einen Schraubenzieher mit 4 Schrauben dabei. Wir haben den Dinosaurier mit bei. Also 2x Pfote von vorne, der Saurier an sich und den Schwanz. Ja, die müssen wir dann wahrscheinlich gleich alle anbauen. So, können wir mal gucken. Wir haben hier die Anleitung. Achso, der Saurier, der kriegt keine Batterien. Der wird mit USB geladen. Der hat einen fest verbauten Akku, so wie es aussieht. Und der USB ist auf der Unterseite hier unten. So. In die Fernbedienung kommen 2 1,5 AA Batterien rein. Und dann haben wir hier halt praktisch die Fernbedienung, den USB-Kabel, der Saurier an sich. Und den müssen wir jetzt zusammensetzen.
Demo-Key. Zwei ist ein Demo-Key. Ah, okay. Ja, das werden wir gleich im Hardware-Video sehen. Oder wir machen zwei Videos. Einmal zusammenbauen und dann testen. Oder halt zusammenbauen und testen dann eben. Ich weiß es noch nicht. So, dann würde ich jetzt mich erstmal verabschieden. Ich würde... Was ist die Fernbedienung? Ach, da unten. Ich würde Josie nämlich jetzt erstmal schon mal die Batterien raussuchen lassen für die Fernbedienung. Das ist die hier. Also das geht nicht zu drücken, das geht zu drücken. Also das hier oben nicht. Das geht zu drücken. Das Unterkiefer, Oberkiefer und hier der Stein. Okay. Und ja, müssen wir sowieso erstmal aufschrauben dann gleich. So, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden von euch und den gleich im nächsten Video mit euch zusammenbauen. Und ja, dann mal gucken, wie er sich schlägt. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.